Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part der Castaway Challenge. Die Hanna, die ist dabei, wieder zu bauen. Wir werden mit der Hanna auch daran festhalten, dass sie erstmal hier versucht, weiterzukommen in der höheren Geschicklichkeit, damit wir so schnell wie möglich im Level hoch sind und auch sanitäre Einrichtungen bauen können. Und der Elias, der wird sich jetzt erstmal um den Garten kümmern. Und heute Morgen ist etwas ganz Tolles passiert. Wie ihr seht, und wie bereits angekündigt, wurde heute die Fitness-Wellness-Matte angespült. Wir werden mit dem Elias anfangen. Der Elias wird anfangen, die Wellness-Fähigkeit zu erlernen. Wir brauchen Level, ich glaube Level 3 brauchen wir. Da muss ich mal ganz fix nachgucken in meinem schlauen Zettelchen. Auf jeden Fall wird der Elias anfangen. Und die Hanna wird dann nachziehen. Oh, Level 5 in der Wellnessfähigkeit. Oh, um die Dusche zu halten. Okay, also gut, wir brauchen wieder Level 5 in der Wellnessfähigkeit, um die Dusche zu erhalten. Also, Hanna wird weitermachen mit der Geschicklichkeit. Und der Elias, der wird halt anfangen mit der Wellnessfähigkeit. Der wird die Wellnessfähigkeit machen und nebenbei sich noch um den Garten kümmern, dass Hanna voll und ganz sich auf diese Geschicklichkeit konzentrieren kann. Und ich denke mal, das wird uns einiges an Geld einbringen. Hallo Anna, kannst du dich mal auf das konzentrieren, was du hier machst und nicht auf das, was er macht? Ich weiß, du magst ihn, aber du brauchst ihn doch nicht, wie sie ihn anguckt. Ha, so verliebt. Ist das toll. Ja, Freundin seit dem vorletzten Part. So, die Schnitzerei ist fertig und Hanna kann direkt erstmal anfangen, weiterzumachen. Was könnten wir brauchen? Ein Beistelltisch. Allerdings, wir müssen ja, wie gesagt, auch erstmal verkaufen, damit wir ein bisschen Geld für die Hütte haben. Ich weiß auch nicht, wann schon wieder die nächste Rechnung kommen wird. Hier, das können wir noch weiterentwickeln. Das ist noch nicht so weit. Das ist auch noch nicht so weit. Hier unser Minigarten. Wir haben ja Ableger genommen. Da können wir noch ein bisschen hier diese Pflanzen veredeln. Das können wir noch machen. So, und die, geht das auch? Ja, das geht auch. So, die auch noch. Du siehst ein bisschen komisch aus, gegen Käfer einsprühen. Das kann er noch machen. So, hier die beiden hatte ich schon gekreuzt. Das hatte ich gerade eben gemacht. Ganz gerade, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, aber naja. Okay, wir gucken mal, was da rauskommt. Ich bin schon echt gespannt. Gekreuzte Pflanze, ausgezeichnet. Das ist Basilikum und Karotte. Und das hier ist Karotte und Basilikum. So, was ist jetzt der Unterschied? Basilikum, Karotte, Karotte, Basilikum. Ich weiß es nicht. Wir müssten jetzt einiges geerntet haben. Ja, sehr gut. Da können wir gleich mal mit Köder angeln. Was nehmen wir mal? Eine Weintraube. Ich glaube, die Fische, die fahren total auf Weintrauben ab. Ja, ich hoffe es jedenfalls. So, Hanna. Der Elias, der besorgt jetzt mal wieder Abendbrot und du bist auch schon wieder fertig. Das ist cool. Dann mach mal bitte noch einen Esszimmerstuhl. Oh, hier der Apfelbaum, der ist hier. Super, der ist total verwelkt, verrottet und die Blume oben zeigt ein angewidertes, ekelhaftes, ein Smiley, dem es total schlecht geht, aber dahinter steht großartig. Alles klar. Naja, gut, okay. Elias, der hat bereits den ersten Fisch gefangen, einen Barsch. Hanna möchte stehlen. Warum? Ja, weil unsere Hanna, die ist ein bisschen kleptomanisch veranlagt, deswegen möchte sie gern mal etwas klauen. Allerdings gibt es ja hier auf der Insel nichts, was sie klauen könnte. Und das werden wir mal noch verkaufen. 1006. Was ist das? Ein Apfel. Oh mein Gott. Jetzt dachte ich, jetzt kommt was richtig mega Geiles aus dieser Truhe raus. Und was ist es? Ein Apfel. Wow, ich bin begeistert. Da kannst du dir mal ein bisschen mehr anstrengen das nächste Mal.
Bloß fang mal was richtig Cooles. Also so viel, wie du hier angeln gehst und nichts wirklich Interessantes fängst du hier. Das ist ja echt. Das ist echt. Puh. Mies. Bemitleidenswert. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. So, der Fisch. Wie war. Oh, Hanna, die hat ja gleich schon wieder Level Up. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Ich würde sagen, wenn Elias den zweiten Fisch hat, werden wir die beiden mal essen lassen. Die werden dann gemütlich zu Abend essen. Oh, 71. Was hat dann jetzt gefangen? Ein guter Fang. Ein Katzenfisch. 71 Simoleons. Nee, den verkaufen wir mal auch. Weil der ist irgendwie. Wir brauchen das ganze Geld. Die Schnitzerei ist auch fertig. Wir werden uns das mal anschauen. Cool. Die Hanna, die hat sich gerade entschlossen, schon alleine mit der Wellnessfähigkeit anzufangen. Okay, Hanna, dann zeig mal, was du kannst. Und wir beten die Sonne an und die Hände nach unten und die Füße nach hinten und den Po nach oben und was auch immer das sein soll. So, und jetzt? Also, die denkt jetzt sicher, okay, das ist schon mal ganz gut gelaufen. Ich glaube, Wellness liegt mir. Das wird sie jetzt denken. So, Elias, wie sieht's denn aus? Das haben wir schon mal besser gesehen. Das haben wir echt schon mal besser gesehen hier mit dir. Hanna geht erstmal auf den Busch. Strull, strull, strull. Die Wanne ist gleich voll. Ich würde sagen, die Hanna, die hat gerade nichts zu tun. Wir schieben ihr schon mal den Fisch rüber. Da kann sie schon mal das Feuer anzünden und dann sich aufmachen, ihren Fisch zu grillen. Und wir wollten noch mal gucken. Hanna hat jetzt mittlerweile Level 7. Oh, dass sie sich jedes Mal anfackeln müssen, das ist doch Wahnsinn. Hanna hat mittlerweile Level 7 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Ich bin ja mal gespannt, wann. Ja, was man auf Level 8 machen kann. Da freue ich mich schon drauf, das zu erfahren. Sie ist selbstsicher. Jemanden einem Kompliment machen. Boah, hallo Elias. Es kann doch nicht so schwer sein. Es ist kein Fisch. Schmeiß es wieder rein. Das kann doch nicht so schwer sein, noch so einen doofen Fisch zu fangen. Der ist mittlerweile Angeln auch auf Level 7. Also ich denke mal, das dürfte nicht mehr lange dauern, wie dass wir hier die riesengroßen Fänge mit ihm rausfangen, wenn er sich mal besser anstellt, meine ich natürlich. Ja. Und. Oh, komm, mach mal hin, ey. Mensch, ich meine, wir wollen mal anfangen mit der Wellnessfähigkeit bei dir. Ach ja, das kann echt anstrengend sein hier. Die Hanna, die lässt das Feuer schon wieder fast ausgehen. Die kann noch mal ein Holzscheit hinzufügen. Nee, das kann sie nicht, währenddessen sie grillt. Okay, dann hoffen wir mal, dass es nicht ausgeht. Gleich wird es wieder dunkel auf unserer Insel. Oha. Na, immerhin hat sie den Fisch hingestellt und nicht wieder verschwinden lassen. So. Elias, wenn das so weitergeht, du stehst hier morgen noch. Fang doch endlich mal was. Du hast einen guten Köder dran. Die Fische, die springen hier und du fängst einfach nichts mehr. Das gibst du nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz fix, dass wir wieder die hier die Dinge verkaufen, die wir hergestellt haben. Und da sind wir schon wieder fast bei 2000 Simoleons. Echt cool. Echt cool. Ich würde sagen, wir bauen mit der Hanna weiter. Und dann im nächsten Part werden wir mal anfangen, die Hütte zu bauen. Also, wenn wir, ja, ich denke mal, 2000 Simoleons werden da reichen, um auf jeden Fall die Grundmauern zu machen. Mal gucken, wie weit wir schaffen. Ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir das schaffen und wie weit, ja. Ah, na, endlich. Endlich! Elias! Da kann man ruhig mal klatschen. Elias hat einen Fisch gefangen. Wieder ein Katzenfisch.
Okay, der ist diesmal nicht zu teuer und deswegen darf er sich den mal gönnen. Außerdem, wenn wir uns den jetzt nicht nehmen und zu Magen führen, dann wird er morgen noch dastehen und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Denn der Elias soll, wie gesagt, endlich verdammt nochmal anfangen hier mit dieser Wellness-Fähigkeit. Was ist mit. Was ist los? Warum beschwerst du dich? Ja, ich kann auch nichts dafür, dass hier überall diese Pipi-Pfützen sind. Die gehen irgendwie nicht weg, warum auch immer. Wundert mich wohl, dass sie nicht nochmal gebrannt haben jetzt hier. So. Ja, das ist. Aber allerdings, ich würde mich auch beschweren, wenn es hier jeden Tag nur Fisch geben würde. Das ist ein bisschen. Hä? Das ist ein bisschen uncool. Also, hallo? Wo ist dein Fisch? Och, mein Gott. Ich krieg jedes Mal einen halben Herzinfarkt, wenn die irgendwas machen und der Fisch ist kurzzeitig weg. Ich denke jedes Mal, okay, so aufs Wiederangeln gehen. Aber nee, manchmal haben die den einfach nur ein bisschen beiseite genommen und dann holen sie wieder raus und ha, dann darf ich wieder aufatmen. Hanna, wird das was, was du hier machst? Ich würde auch mit der bloßen Faust drauf kloppen. Also so mache ich das auch immer, wenn ich irgendwas repariere. Weiter geht's. Was macht man jetzt immer? Ein Esszimmerstuhl. Und wir werden immer besser. Sie fühlt sich unwohl, weil sie sich den Arm verbrannt hat und sie möchte mal, ja, sie möchte eigentlich mal richtig Dampf ablassen, aber da haben wir ja auch nicht so richtig, ich weiß nicht so richtig den Partner dazu. Aber ich würde sagen, sie kann sich auch mal wieder mit hier hinsetzen zu ihrem Freund, zu dem Elias, und dann können die beiden noch ein bisschen plaudern und sich vielleicht ein paar Luftküsse zuwerfen. Vielleicht kann sie auch ja mal hier dem Problem ein bisschen Luft machen. Ich hoffe, er greift das jetzt nicht negativ auf. Oh Gott, er versteht sie. Der versteht sie in voller da, ja, er versteht sie in voller Linie und dann daraufhin macht er sie hier an. Also das ist ein Geben und Nehmen hier. Romantik, ein Kusshauchen. Los geht's. Und was kann man noch machen? Flirten. Deck. Ich finde das immer so genial, wie die sich die Haare zurückwerfen, die Sim-Männer. Ein Kuss auch, was haben wir noch so? Los, küssen. Oh, wollen wir es mal wagen? Wollen wir es mal wagen? Oder? Moment mal. Mit Hannah rumalbern. Okay. Im Busch Baby machen. Nee, noch nicht. Versuchen zu beruhigen. Das ist gut. Was machst du? Bestäuben. Okay, kein Ding. Mach das. Was macht Hannah? Okay, ah, die hat sich jetzt hingelegt. Die schläft. Also werden wir jetzt mal anfangen hier mit Yoga. So, wir gucken mal. Hat die Wellness-Fähigkeit erworben. Dank seiner neuen Wellness-Fähigkeiten kann Elias verschiedene Yoga-Haltungen einnehmen. Meditieren und Massagen verabreichen, weitere Yoga-Haltungen, Massagen, Rezepte und Sozialaktionen werden in höheren Leveln freigeschaltet. Alles klar. Okay, Elias, auf geht's. Angespannt. Warum? Kriminelle Präsenz. Wegen Sozialkontakt. Kann dieser Sim wirklich ein kriminelles Superhirn sein? Was soll ein Sim machen? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also er kann mit dieser kleptomanischen Eigenschaft von Hannah irgendwie gerade noch nichts anfangen. So, was ist das? In Urlaub fahren nach Granite Falls. Irgendwie wollen hier alle Urlaub machen. Ey, hallo, ihr seid auf einer Insel. Das ist quasi wie Urlaub. Mit Hannah rumalbern und Hannah nach ihrem Tag fragen. Das ist eigentlich Dinge, die man machen könnte. Wie viele Zufriedenheitspunkte hast du eigentlich schon? 1000 Renaissance-Sim. Drei Bücher zu Ende lesen.
Wir hatten ja Bücher einstecken. Mal gucken, ob das auch zählt, wenn wir die lesen. So, ich guck mal ganz fix hier bei Merkmale, ob wir eventuell schon was Cooles haben. Nachteule. Sportskanone. Nee, das ist alles noch nicht so das Richtige hier. Was? Wachsam? Wachsame Sims erfahren die Merkmale anderen schon beim ersten Treffen. Ach nee. Nee. Da warten wir einfach mal noch. Wir versuchen mal so gut wie es geht, hier diese Dings zu erfüllen. Level 3 der Logikfähigkeit. Okay, das. Oh. Logik kommt hier in diesem ganz zum Schluss. Also haben wir Pech. Ja, da haben wir wohl Pech mit unserem Bestreben hier. Konzentriert, das ist ja super. Mein Gott. Alter, wie schnell das geht. Krasse Sache. I love it. Also, wenn er weiter so konzentriert bleibt, wie wird man eigentlich konzentriert? Ich glaube, durch eine bestimmte Dusche wird man konzentriert. Oh mein Gott, ist das krass. Cool. Da haben wir ja gleich schon 1,5 Level. Coole Sache, coole Sache. Wellness, 2,5 sogar schon. Ey, geil. Wir sind sogar gleich schon Stufe 3. Ist das ja, das ist ja cool. Also irgendwie müssen wir die Sims konzentriert bekommen. Oh, das war dreckig. Okay, na dann. Wasch dich mal. Ich weiß gar nicht, wie kriegen wir unsere Sims hier auf der Insel konzentriert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. So. Hanna, die schläft noch eine Weile. Und deswegen würde ich sagen, wie sieht's aus? Selbstsicher. Ich würde sagen, wir machen hier gleich mal weiter Yoga üben. Weil wir sind einmal so gut in Schwung hier, einmal so gut in Fahrt. Alter, ist es krass. Level 3. Das heißt, wir brauchen nur noch 2 Level. Dann ist Elias schon fertig. Alter, wie krass. Also damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet, ne? Ich dachte, das wird sich eigentlich auch wieder so ein bisschen hinziehen. Oh, Hannah ist wach. Ich dachte, das wird sich wieder so ein bisschen hinziehen. Wie mit der Gartenarbeit und so. Aber nö. Coole Sache, echt cool. That's the way I like it. Hannah, ich würde sagen, du kannst mal auf den Pipi-Busch gehen. Bestäuben. Und dann kannst du dir mal dein Frühstück angeln. Und ja, Alter, krasse Sache. Also wenn Elias jetzt nicht schlapp macht, schaffen wir locker noch Level 4. Wenn sich seine Stimmung jetzt nicht extrem ändert. Oh mein Gott, meine Stimme versagt gerade. Allerdings ist er recht müde. Ich würde sagen, wir schicken ihn mal auf den Busch. Und dann hat er sich, glaube ich, auch den Schlaf verdient. Ich würde sagen, ja, geh schlafen. Genau, geh schlafen. Hanna, wie sieht's aus? Komm schon, Hanna. Go, Hanna. Go, Hanna. Es kann doch nicht so schwer sein, so einen doofen Fisch zu fangen. Oh, sehr gut. Okay, Hanna. Kannst aufhören. Anzünden. Und dann gibt's Frühstück. Yippie. Schon wieder Fisch. Und dadurch, dass es jetzt so schnell geht, würde ich sagen, kann Hanna danach. Wir lassen sie erstmal essen. Wir lassen sie erstmal essen, dass sie eventuell. Ja, gut, sie ist wieder glücklich. Das ging schneller als gedacht. So. Und danach kann sie direkt auch erstmal Yoga üben. Selbstsicher werden. 50. Wow, da würden wir echt viel dafür bekommen. So. Yoga, Wellness, zweite Runde. Hannah ist jetzt an der Reihe.
Oh, sie fühlt sich direkt erstmal unwohl. Aber sie ist gleich konzentriert. Geile Sache. Also durch Yoga werden die konzentriert. Wow, wie die Launen wechseln. Ich würde sagen, erstmal ganz fix nochmal hier. Zähne putzen, Hände waschen. So. Und dann geht's weiter üben. Yoga üben. Wow, ihr geht's echt gut. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So. Geile Sache. Ups, mal auf andere Seite gucken. Levelaufstieg. Hanna hat Level 2 der Wellnessfähigkeit erreicht. Hanna kann jetzt über kognitive Konzentrationsmethoden reden und zuckerfreien Karob-Kokoskuchen zubereiten. Sie beherrscht die Yoga-Haltung Boot. Was ist Boot? Oder Boot? Ich weiß gar nicht. Boot oder Boot? Ich glaube, Boot. Denke ich mal eher. Wow. Oh, wie. Oh, sie, wow, die muss ich schon wieder waschen. Wieso geht das bei ihr so? So schnell, dass sie. Ach, dass sie so schmutzig wird. Okay. Hallo. Kannst du dir mal bitte hier Hände waschen, Zähne putzen? Nicht in Wolken schauen. So, einmal noch. Und dann geht's weiter. Alter, das geht echt schneller wie gedacht. Coole Sache. Der Elias, der schläft noch tief und fest. Wobei, so lange schläft er auch nicht mehr. Wellnessfähigkeit Level 3 erreicht. Ich würde sagen, wenn der Elias dann wach wird, genau jetzt. Allerdings kann der sich auch noch mal ganz fix waschen hier, bevor wir Dinge tun. Ich werde heute auf jeden Fall noch probieren, diesen Beziehungsbalken zu der Hannah zu perfektionieren. Und dann geht's in die letzte Runde, wenn ihr wisst, was ich meine. Es muss knistern zwischen den beiden. Die Funken müssen sprühen. Ich verhungere. Sollen wir uns zum Mittagabend im Restaurant, Piratenschiff-Restaurant treffen? Nee. Das nächste Mal vielleicht. Moment mal. Elias ist fertig. Du kannst. Ja, biete ihm. Och, meine Fresse, keine Bohnen für diesen Mann mehr. Obwohl die eigentlich nur Fische essen, ne? Wahrscheinlich sind es so gerade die Fische. Oh ja, komm, dreh dich mal um. Lass dich massieren, sanft küssen. Wange streicheln und von Interessenszuspruch geben. Los, gebt euch mal Zuspruch. Über kognitive Konzentrationsmethoden reden. Boah, so ein schwieriges Wort. Aga, aga, was ist ein aga, aga? Ja, komm, zeig's ihr, wie es geht. Sag's ihr, erklär's ihr. Schmutzigen Witz erzählen und aufreizend. Nee, das ist weg. Okay, dann leidenschaftlich küssen. Verführerisch sein. Aufreizend posieren. Leiden, oh, leidenschaftlich küssen. Dateplan. Was ist das? Techtelmechtel in einem Zelt. Oh mein Gott. Es knistert. Die Luft, die brennt, die Umgebung, die sprüht über vor Funken. Leidenschaftlich küssen. Was kann man noch machen? Gibt's hier noch was? Hände küssen, ewige Liebe erklären. Oh ja, das ist so romantisch. Ewige Liebe erklären. Wir haben es geschafft. Die beiden lieben sich ohne Ende. Zweideutiges Gespräch. Gibt's noch was? Romantik. Tüt. Kompliment über Aussehen machen. Küssen. Oh, ich finde das so toll, wie die beiden sich mögen. Techtelmechtel mit jemandem. Okay. Okay. Ja, verdammt, okay.
Okay, Techtelmechtel, willst du? Und was willst du? Ja. Techtelmechtel im Zelt. Okay, ich würde sagen, Leute, Techtelmechtel mit. Naja, ist ja nur Hannah da. So, jetzt kommt der große Moment, das erste Mal. Und ja, sie sagt ja. Und er, boah, geil. Der ist total beeindruckt von der Idee. So, ihr Lieben, und damit Cut für heute. Das sparen wir uns für morgen auf. Dieses Techtelmechtel im Zelt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr habt Anlass dazu, wieder reinzuschauen. Und demnach hoffe ich mal, oder denke ich mal, bis morgen. Bis dahin, tschüss.